Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin eure Lara, Folge 5 ist das? Ich bin mir nicht sicher. Heute geht es uns, also ich habe ja mal die Map erklärt, in Folge 3 oder so oder 2. Also, es gibt drei Lanes, es gibt Türme, es gibt Nexus, den müsst ihr einreißen. So ganz grob. Aber, ich möchte das jetzt nochmal ein bisschen genauer machen, mir so 10 bis 15 Minuten dafür nehmen. Und nochmal das Wesentliche von vorne erklären. Also, es gibt drei Lanes mit jeweils drei Türmen und einem Inhibitor. Das heißt, es gibt die Top Lane mit drei Türmen und einem Inhibitor. Es gibt die Mid Lane mit drei Türmen und einem Inhibitor. Und es gibt die Bot Lane mit 1, 2, 3 Türmen und einem Inhibitor. Dann gibt es noch halt die Nexus-Türme und den Nexus, den ihr zerstören müsst bei den Gegnern. Die Map ist genau im River gespiegelt, das heißt, der Punkt dieses Gebüsch ist auch genau hier. Hast genau gespiegelt. Das zum Wesentlichen. Ich habe jetzt Nuno genommen, das ist ein Anfangs-Jungler. Und dann gibt es natürlich auch noch den Jungle. Es ist üblich, dass man alleine auf der Top spielt, alleine in der Mitte und zwei hier unten. Und dann, wer mitgezählt hat, weiß, dass nur einer fehlt. Und das ist dann halt der Jungler. Und der Jungler macht nichts anderes als diese Camps hier, die sich hier dazwischen befinden. Dieses Video, beziehungsweise das, was jetzt so kommt, wird sich um Map Awareness für Laner. Also, weil ihr am Anfang nicht Jungle spielen solltet, weil das keinen Sinn macht, weil ihr so kein Gefühl fürs Spiel bekommt und dann nicht so wirklich rafft, wie das Spiel so wirklich funktioniert. Und es noch sehr komplex ist für Anfänger. Deshalb ist das Video auch sehr schwer für mich, weil ich das nicht so einfach erklären kann. Und zwar gibt es, geht es um Map Awareness, um Vision, um Map Pressure. Das sind so die drei Oberbegriffe. Aber um Map Awareness zu erlangen, also Map Awareness ist wichtig. Nicht nur, dass man die ganze Zeit auf die, oder oft auf diese Minimap guckt. Mein Blick geht immer halt immer so, wie meine Maus jetzt macht. So geht mein Blick, wenn ich spiele. Vor allem, wenn ich Ranked spiele und tryharde. Also Anfänger müssen lernen, auf die Map zu gucken, aber das allein reicht nicht. Man braucht auch ein bisschen Informationen, denn zum Beispiel hier ist alles dunkel. Wenn ich hier hingehe, sehe ich alles. Wenn ich mich jetzt hier im Gegner hinstelle, sehe diesen Gegner, der ist ja auch mit diesem roten Kreis gekennzeichnet. Aber wenn ich jetzt weggehe, dann verschwindet er. Wenn ich hingehe, sehe ich ihn wieder. Und wenn ich jetzt hier weglaufe, dann sehe ich ihn auch jetzt auf der Map nicht mehr. Und das Problem ist, dass ihr ohne Vision halt keine Informationen habt, wo die Gegner sind. Und dass ihr müsst halt lernen, auch ohne Vision den Gegner zu sehen. Damit ihr sicher spielen könnt. Sonst macht das Spiel gar keinen Spaß. Und dafür ist es wichtig zu wissen, was der Jungler macht. Denn der Jungler macht Folgendes. Er macht einen Clear. Ich zeige euch das. Also erstmal, der Jungle besteht aus mehreren Camps. Der Jungler macht nicht die Minions, die alle 30 Sekunden aus der Basis spawnen. Hier die hier. Also geht nicht hin und macht die. Sondern er macht die Camps. Und das seht ihr ja auch in den gelben Punkten, welche Camps alle zur Verfügung stehen. Die respawnen nach 2 bis 2,5 bis 3 Minuten. Und ich mache das jetzt einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal den hier. So, ich mache jetzt einfach mal dieses Camp, damit ihr das mal seht, so als Beispiel. Mit meinen Fähigkeiten auch. So. Ich mache einfach mal so ein Clear, wie man das nennen würde. Also er macht irgendwie, machen irgendwelche Camps, sowas zum Beispiel. Das ist jetzt kein üblicher Clear, aber ich mache den jetzt einfach mal so. So. Der Jungler versucht halt meist sein Level 3 zu bekommen. Und ich zeige euch einfach mal, wie das jetzt konkret aussieht. Meist lässt er das Camp, was ich gerade gemacht habe, auch aus. Das kann man auch machen, rein theoretisch. Die Passive hilft halt nur durch den Jungle zu kommen. So. Angewohnheit, dumme. Jetzt mache ich den noch, den hier. Ich habe jetzt drei Camps gemacht. Es gibt dann noch dieses Camp.
Und dann noch das hier. Was wir gerade nicht sehen, weil wir out of Vision, wie gesagt, sind. Vision habe ich erklärt. So, den smite ich noch. Hier, das Camp würde man sehen, wenn man rangeht. Jetzt bin ich halt Level 3. Dann machen die meisten noch die Krabbe. Beziehungsweise meist machen sie vorher. Jetzt sind sie halt Level 3. Und das ist das, was ein Jungler haben will. Und normalerweise würde er jetzt ganken. Die meisten ganken gerne in die Mitte, weil es sich anbietet. Beziehungsweise die wenigsten machen es. Aber angenommen, wir haben jetzt hier einen Verbündeten. Und ein Gegner. Die kämpfen jetzt hier. Und der Gegner ist dumm. Es ist Minute 3. Und das ist der Timer. Circa Minute 3. Dann würde ich jetzt hier halt ankommen, ganken. Und ihn halt jetzt hier zerstören mit meinem Teammate. Und der wäre jetzt wahrscheinlich schon tot vielleicht. Man weiß es nicht. Und dann würde ich halt zurückgehen, um diese Krabbe hier zu machen. Also der Jungler versucht immer quasi sein Gold im Wald zu bekommen, indem er die Camps macht. Und seine Erfahrung natürlich auch. Und nebenbei halt die Gegner abzufacken, indem er sie gankt. Indem er halt die Lanes gankt und versucht dann Kill rauszuholen. Später im Game, bei Minute 5, spawnt dann auch dieser Drache. Den wird er auch machen wollen, der Jungler. Und da braucht er halt seine Mates für. Und viele werden sagen, yo, komm Drake. Und ich habe keine Ahnung, ich bin Midlaner, ich spiele Vega, will einfach nur auf der Lane bleiben, um zu stacken. Und jetzt sagen die, hilft, komm Drake, oder die machen den hier und du hast keine Ahnung, was das soll. Wenn die das machen, dann wollen die wahrscheinlich, dass du denen hilfst. Und dann gehst du halt hier runter und machst mit denen den Drachen. Deswegen zeige ich euch, was der Drache ist. Dann machen die halt den Drachen zusammen. Ich weiß nicht, ob ich den, ich glaube, ich kann den gar nicht machen. Weil ich einfach viel zu low level bin dafür. Nee, ich schaffe den niemals. Und dann wollen die halt, dass du, eben genau deswegen, weil der Jungler den wahrscheinlich am Anfang nicht alleine machen kann, wollen die halt, dass du hilfst. Weil das gibt nochmal, wenn man den Drachen nämlich macht, die wenigsten werden das wissen, bringt das dem ganzen Team nämlich was. Das bringt nämlich verschiedene Boni, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen will, weil einfach machen, die Boni sind ziemlich cool für das ganze Team. So, wenn er den halt gemacht hat, jetzt hat das halt sehr lang gedauert, die Gegner wollen das halt auch, deswegen helft dem Jungler, damit er, damit die Gegner nicht kommen können und die kommen können und ihn killen können und was weiß ich. Meist verbindet er dann auch Gank, so, er ist halt zur Mitte gekommen, er hat einen erfolgreichen Gank gemacht, er hat den Gegner gekillt und dann geht ihr gemeinsam, wenn der Drache zur Verfügung steht, hier hin. Wann steht er zur Verfügung? Ihr könnt es sehen, wenn ihr Tab drückt, seht ihr hier oben diesen Drachen-Timer. Wenn der halt auf 0 ist, wie bei den Camps hier zum Beispiel, dann ist er ab. Hier, jetzt spawnt gleich der Rift Herald bei Minute 8. Jetzt ist er da. Und das ist genau dasselbe. Dann pingt er an, los, Rift Herald, und dann macht ihr den Herald. So. Das ist der Jungle. Ich habe das Wichtigste erklärt. Es gibt noch diese Krabbe hier, die immer hier mal rumläuft, die könnt ihr auch machen. Und wie gesagt, immer wenn hier Punkte zu sehen sind, ist das Camp da. Hier ist gerade kein Punkt zu sehen, hier ist gerade kein Camp da. Hier ist ein Punkt zu sehen, deshalb ist das Camp auch da. Das dazu. Wieso erkläre ich euch das? Ihr seid Laner und keine Jungler. Das hat einen ganz einfachen Grund, den ich auch vorhin schon erwähnt habe. Ihr denkt euch so, yo, ich bin nur Laner, warum interessiert mich das? Ich pushe einfach alles. Und ja, keine Ahnung. Ich mache jetzt hier die Lane. Man ist nur langsam, wenn es darum geht, eine Lane zu clearen, aber er ist ja auch kein Laner. Beziehungsweise haben sie ja genervt. Oh, da kommt noch eine Wave. Ihr pusht jetzt hier so und ihr merkt gar nicht, dass der gegnerische Jungler gerade, der hat hier gestartet, hat dann dieses Camp gemacht, dann dieses Camp. Also ich zeig's nochmal. Er hat das gemacht. Dann hat er die Wölfe gemacht, dann hat er hier dieses Camp gemacht und ist jetzt Level 3, bei Minute 3. Und ihr pusht gerade die dritte Wave rein, beziehungsweise die zweite und die dritte kommt gerade. Und ihr seid hier und ihr merkt gar nicht, dass er hier lang kommt. Und dann, ja, ihr seid hier und er kommt dann hier so und der andere steht hier und die hauen halt beide auf euch drauf und dieser tot. Und deshalb ist es recht wichtig, dass ihr ein bisschen Map-Awareness bekommt. Ihr habt ihn erst hier gesehen, als er hier aus dem Gebüsch rauskam. Auch wenn ihr die ganze Zeit auf die Minimap guckt, ihr seht ja nichts, was hier so passiert.
Wenn er, und wenn er hier lang kommt, dann seht ihr es erst hier, weil er erst hier Sicht hat. Und dafür ist Vision da. Vision ist sogar im, also in eigentlich jeder Elo ist Vision unterschätzt. Aber im Pro-Bereich, also bei den Pros halt, die das professionell machen, ist Vision sogar das Thema Nummer 1. Ich clear die Wave jetzt nochmal. So. Weg ist er. Ist Vision das Thema Nummer 1. Und die meisten machen das so, die wissen, okay, der wird von oben wahrscheinlich kommen. Das heißt, ich platziere oben mein Ward und ich stelle mich auch oben hin. Falls er jetzt kommen sollte, sehe ich ihn genau jetzt. Ich bin noch ziemlich weit weg und kann halt weglaufen. Wenn er aber von der Seite kommt, sehe ich ihn auch relativ früh und kann dann hier einfach weglaufen. Leute, die schon recht gut sind und oft auf die Map gucken, die stellen den Ward hier hin, dann ist hier halt keiner. Warum? Erstens aus folgendem Grund. Auto-Refresh Cooldowns. So, ich clear mal kurz alle meine Wards, indem die ich einfach mal an irgendeinen sinnlosen Ort stelle. Können ich maximal 3 stellen. Sind alle wieder weg. So. Die meisten, also wer gut ist, stellt seinen Ward hier hin, wie gesagt. Weil er dann den Jungler früh sieht, wenn er halt hier langläuft und das Camp macht, um ganken zu kommen und hier hin. Weil es auch sein kann, dass er dann hier langläuft, dann die Krabbe macht und dann zum ganken kommt. Und so habt ihr einen ziemlich großen Radius, wo ihr ihn frühzeitig sehen könnt. Es ist aber vorausgesetzt, dass ihr öfters mal in diese Richtung so auf die Minimap schaut. Also hier hin und hier hin, ob da ein Jungler zu sehen ist. Genau, das ist recht wichtig. Jetzt fragen sie sich, hä, wieso, ich stelle doch einfach ein Ward hier rein. Oder meinetwegen hier hin. Und ein Ward hier rein, reicht doch auch. Ja, eigentlich reicht das auch. Aber man will gerne eine Seite mit 2 Wards ausstatten, weil man dadurch viel mehr Informationen bekommt. Und dieser Ward bringt euch ja eh nichts, wenn ihr euch eh hier hinstellt und dann ihn eh sowieso sieht, wenn er dann hier lang muss. Wenn ihr hier so farmt, dann seht ihr ihn ja, wenn ihr hier rausläuft und könnt dann hier abhauen. Deshalb stellt euch immer auf eine Seite der auf eine Seite eurer Lane, wo ihr Sicht habt und auf der anderen Seite nicht. Genau. Deshalb ist das Ganze so wichtig. Auch um halt später zu entscheiden im späteren Verlauf des Spiels, wo ich hingehen kann, sicher und wohin nicht. Wenn ich zum Beispiel hier gewartet habe und gehe. Und ich bin hier ganz alleine. Dieser Tower ist schon weg. Und ich bin ganz alleine. Und ich sehe, die haben gerade alle Mitte gekämpft. Und sehe durch diese 2 Wards, dass die gerade zu mir runtermoven. Dann sehe ich, ah, die sind hier. Und dann sehe ich, sie sind hier. Und in dem Moment, wo ich sehe, sie sind hier und kommen so, könnt ihr mal auf die Zeit achten. Bei 7 bin ich losgelaufen. Jetzt sind 5 Sekunden rum. Und jetzt sind 10 Sekunden rum. Das heißt, wenn ihr die hier seht, durch eure Vision, habt ihr 10 Sekunden Zeit, um abzuhauen. Ihr recallt einfach und nach 8 Sekunden seid ihr in der Basis. Das solltet ihr aber nicht so anwenden, denn im späteren Verlauf des Spiels sind die Gegner natürlich auch irgendwie schneller. Und da solltet ihr schon weggehen, wenn ihr sie auch hier seht. Und um sicher zu sein, stellt man halt diese Wards. Dafür ist das auch wichtig. Aber nicht immer braucht ihr die Wards. Wenn ihr zum Beispiel seht, sie kämpfen jetzt in der Mitte und ihr habt so ein bisschen Erfahrung, was die machen, dann wisst ihr, dass wahrscheinlich mindestens einer nach dem Kampf runterkommen wird. Und wenn ihr seht, okay, da fehlen ein paar, dann geht ihr halt entweder weg oder recalled oder was weiß ich. Dafür ist Map Awareness wichtig. Und deswegen muss ich euch auch mal erklären, was der Jungle macht. Was so im Jungle abgeht. Und wie die Map auch genau funktioniert. Was es noch gibt, um sich zu erhalten, sind diese Knospe. Wenn ich hier drüber sehe, seht ihr auf der Minimap, ich habe jetzt keine 2 Mauszeiger, hier so einen Kegel. Wenn ihr den aktiviert, dann könnt ihr Gegner in diesem Radius quasi sehen. Und es ertönt noch so ein Ward-Symbol. Und dann könnt ihr die sehen für eine gewisse Zeit. Und die alle Sachen, die ihr sehen, die aufgedeckt wurden, außer Champions, die verschwinden dann instant wieder.
Habt ihr gesehen, für 12 Sekunden habt ihr dann auch noch so einen kleinen Indikator. Das heißt, wenn ich die aktiviere, wird die Knospe zum Beispiel gesehen. Wenn ich weggehe, blitzt die jetzt für 12 Sekunden auf und nach 12 Sekunden verschwindet das auch wieder. Genau. Dann gibt es noch diese roten Knospen. Die will ich vielleicht auch noch erwähnen. Jetzt sind 12 Sekunden auch rum. Wenn ihr hier über diesen Kreis lauft, dann seht ihr einen roten Kreis, je nachdem wohin ihr jumpt, wenn ihr die Knospe aktiviert. Wenn ich die jetzt aktiviere, dann jump ich halt über diese Wand, wie ihr gesehen habt, und lande jetzt hier. Das ist eigentlich alles, was es im Jungle so gibt. Knospen spawnen meist hier und hier und hier und hier. Diese roten Teile spawnen meist hier. Hier gibt es auch noch eine. Da oben habe ich auch schon gezeigt, weil es im Spiegel gedreht ist. Und hier gibt es auch noch eine. Dann gibt es manchmal hier so eine Sichtknospe. Hier gibt es die. Hier, wie gesagt, genau Spiegel gedreht. Und dann gibt es noch diese Sachen. Die geben euch, wenn ihr mal ein bisschen Leben verloren habt und Mana verloren habt, so. So, ihr könnt hier einfach hier drüber laufen und bekommt Mana und Leben zurück. Dann gibt es übrigens hier noch Shelly. Shelly respawnt alle 8 Minuten. Die Timer müsst ihr euch nicht merken. Einfach nur zur Vollständigkeit nochmal erwähnt. So. Shelly ist einfach nur dafür da, wenn ihr die spawnt. Ihr könnt dieses Auge dann aufsammeln, um Türme zu pushen. Das ist aber jetzt nicht so interessant. Das war's übrigens auch zu diesem Video. Ich hoffe mal, es war hilfreich für euch. Shelly versucht dann, killt dann halt alles, was auf der Lane ist und attackiert dann den Tower. Das seht ihr gleich. Der rennt dann gegen den Tower und macht so viel Schaden wie nichts anderes gegen Türme. Ja, muss aber vorher die Minions clearen. Und Shelly hat am Anfang nicht viel Leben und wird wahrscheinlich sogar von den Minions eher gereckt, wenn ihr halt die Minions nicht voll kriegt. Das ist was ganz anderes. Hier macht ziemlich viel Schaden am Turm. Dafür ist Shelly da, um Türme zu pushen, wenn er nicht in die Basis reinkommt. Und der Tower wird jetzt auch droppen. Kriege ich eigentlich dafür einen Assist? Ja. Nee, krieg ich nicht. Okay, das war's. Das war's dazu. Ich hoffe mal, das Video war hilfreich für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Das war's mit der Map. Und beim nächsten Mal geht's mit dem Lane los. Mach's gut. Tschüss.